Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, heute geht's los hier mit meinem Fahrradprojekt. Heute werde ich hier dieses Mountainbike Bergamo umbauen in ein Elektrofahrzeug. Ich habe mir dazu ein paar Dinge gekauft, tatsächlich gekauft. Das ist jetzt keine Kooperation. Zum einen ein Tretlagermotor, ein Akku und noch ein paar diverse Zubehörteile. Und ja, das möchte ich mit euch jetzt zusammen einfach mal einbauen hier in das Fahrrad und hoffen, dass soweit alles passt. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, muss ich zugeben. Ich war neugierig, ob der Motor überhaupt reinpasst, weil da gibt es ein paar Stolpersteine, aber es sieht ganz gut aus. Okay, ich zeige euch mal kurz die Komponenten und dann geht's schon los. So, zum einen habe ich hier mir einen Akku gekauft. Wie ich den nachher anbaue, das schauen wir dann zusammen. Dann natürlich das Herzstück, der Motor. Das ist hier so ein Tretlagermotor. Komm raus. Der sitzt hier drin mit diversen Zusatzteilen, was man alles dazu braucht. Das sehen wir dann, wenn wir den einbauen. So, und dann habe ich mir einen neuen Fahrradsitz gekauft, weil die schmalen Dinger da, die sind für meinen Hintern nichts. Einen Ständer, weil die blöden Fahrräder haben ja alle gar keinen Ständer. Und dann noch für den Lenker die Winkelverstellung, weil mir das einfach zu weit unten war. Und das hier ist noch ein Adapter, den brauche ich für den Motor. Das erkläre ich dann, wenn ich den Motor einbaue. Okay, das sind jetzt die Komponenten, die wir verarbeiten. So, an der Stelle habe ich jetzt schon mal vorgearbeitet, weil ich gucken wollte, ob der Motor reinpasst. Und zwar habe ich da Folgendes gemacht. Als erstes habe ich mal hier diese Kunststoffmutter entfernt, habe dann hier aufgemacht und habe einfach mal diesen Treppel komplett entfernt. So, das war der erste Punkt. Dann konnte man macht man die Kette runter. Jetzt kann ich den Treppel nicht mehr bewegen. Mein Brett. Egal. So, dann hat man im Prinzip hier das rausziehen können. Wenn dann mal die Kette unten ist, genau. Dann hatte man das rausziehen können. Und dann hat man mal, sag ich mal, die zwei Sachen hier schon mal entfernt. Die braucht man nämlich, weil da kommt ja der Motor ran. So, und jetzt war es so, die beiden Tretlager, die waren hier so drin, rechts und links. Und die sind reingepresst. Das heißt, zum einen habe ich jetzt mal mit dem Schraubenzieher von der Seite das eine Lager rausgeklopft und von der anderen Seite das andere Lager. Die sind natürlich kaputt, die sind Schrott. Und dann habe ich noch mit dem Schraubenzieher ganz vorsichtig diese Kunststoffhülsen auf beiden Seiten. Oh, jetzt geht das nicht raus. Auch rausgemacht. So. Und jetzt ist hier die Welle hier mal komplett frei. Und das müssen wir machen. Und das alles hier kann man natürlich entsorgen. Das ist jetzt Schrott. So, jetzt bauen wir die vordere Schaltung ab, weil der Motor hat vorne nur ein Ritzel oder Zahnrad. So, und dann brauchen wir das hier nämlich gar nicht mehr. So, und jetzt gucken wir mal. Vielleicht können wir ohne, jawohl, das geht, ohne zum Öffnen vom Kettenschloss. Das ist nämlich auch immer so ein Drama. Das Ding ausfädeln. Ah, das ist ein Torx, okay. Die Größe. Ja. So, sehr gut.
Gut, ziehen wir auch mal noch nicht so fest, weil wir das ja noch individuell machen müssen. So, das können wir dann hier und das können wir hier hin. Genau. Das Einrichten, das machen wir dann, wenn soweit alles fertig ist. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie ich das hinkriege. Jetzt muss hier diese Buchse hier rein. Und die müsste eigentlich gepresst werden. Das Problem ist, ich habe natürlich nichts zum Pressen. So. Ich habe die vorher in den Gefrierschrank. Sehr gut. Sauber drin. Einwandfrei. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir den Motor reinmachen können. Ich mache hier mal noch alles ein bisschen sauber, da kommst du nachher nicht mehr ran. So. Drin die Buchse auch sauber. So, und jetzt wird der Motor da reingeschoben. So, und jetzt fängt das Thema nämlich an. Das ist der Zug. So drüber ist wahrscheinlich schlecht. Ich theoretisch mal. So, und jetzt kommt dieser Adapter zum Einsatz. Das heißt, jetzt muss der montiert werden. Das Problem ist einfach, der Motor passt nicht in die Welle rein oder in dieses Rohr rein. Das Rohr ist zu groß. Und dazu braucht man diesen Adapter. Und der war richtig, richtig teuer. Jetzt. Sieht's gut aus.
Also der Motor ist jetzt drin. Das Problem ist einfach, ich kriege ihn nicht weiter hier nach oben. Das heißt, ich verliere ein bisschen Bodenfreiheit. Das ist tatsächlich so. So sieht es jetzt von der anderen Seite aus. Das heißt, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir mal die Kabel legen. Und dann können wir mal das Zahnrad drauf machen und die Pedale. Ich habe jetzt ein Pedal schon mal umgebaut. Da habe ich jetzt das vom alten weggemacht und an den neuen Hebel hier rangebaut. So. So, bevor ich jetzt weitermache, mache ich jetzt erstmal eine Probefahrt, weil jetzt will ich erstmal sehen, ob überhaupt das Ding noch fährt. Und dazu binde ich mal die Kabel darüber, dass da nichts passiert. So, also die erste Probefahrt war gut, hat soweit funktioniert. Das mit der Kette hinten, ja, das gefällt mir jetzt nicht so ganz, aber ich glaube, mit dem muss man leben. Das zeige ich euch aber dann nachher am Schluss. Jetzt machen wir hier mal den Akku ran. So, an der Stelle machen wir jetzt einen Break. Ich habe mal geschaut, was alles noch an Filmmaterial kommt und es ist einiges. Da geht es jetzt um den Akkueinbau, um die Verdrahtung, die Inbetriebnahme. Und noch ein paar andere Dinge. Ich habe auch gesehen, ich muss die eine oder andere Szene nochmal drehen, wo ich dann genau erkläre, wie das Fahrrad funktioniert. Und deswegen möchte ich an der Stelle jetzt mal einen kurzen Break machen. Ihr habt gesehen, die Mechanik ist soweit fertig, sage ich mal. Gerade ist mit dem Motor war ein bisschen knifflig, auch mit dem Adapter. Hat aber echt super funktioniert, muss ich sagen, und auch alles gut gepasst. Ich will noch ganz kurz spoilern. Ich bin mit dem Fahrrad jetzt schon einige Kilometer gefahren und es ist mega cool. Also das funktioniert echt alles richtig super. Okay, das war's jetzt mit dem ersten Teil. Elektrofahrrad selber bauen mit dem Nabenmotor. Nein, nicht Nabenmotor, natürlich nicht, mit dem Tretlagermotor. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Schaut doch mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Viele Videos im Bereich Do It Yourself und natürlich auch zeitnah der zweite Teil von dem E-Fahrrad. Euer Rainer.